So, kommen wir jetzt mal zu einem der weiteren Gründe, warum es so wenig Videos in letzter Zeit gab. Und zwar, ich habe mir kurz nach Weihnachten ein Nexus 7 besorgt. Das ist das kleine Tablet von Google, das aktuelle. Sieht jetzt noch nicht allzu viel. Ich werde mal kurz anlocken. Ich habe schon, wie ihr vielleicht sehen könnt, einen tollen Hintergrund runtergeladen und einige Programme. Ganz kurz dazu. Die Vor- und Nachteile, ich habe nämlich in den Weihnachtsferien einen direkten Vergleich zum iPad Mini machen können und da sind mir einige Sachen aufgefallen. Und zwar allererstens, das Display ist deutlich kleiner, also das iPad Mini ist deutlich breiter als das Galaxy Nexus. Die Höhe des Bildschirms von hier zu hier ist ziemlich ähnlich, aber dafür ist das Galaxy Nexus hier in die Richtung deutlich kleiner. Das liegt auch daran, dass es einfach mit einem anderen Seitenverhältnis konzipiert ist. Und warum, das weiß wahrscheinlich nur Google. Und sonst, generell ist es relativ gleichwertig. Es ist gleich schwer, dadurch, dass es nicht so breit ist, etwas kleiner natürlich, auch ganz das Gerät an sich. Und ja, KC ist schon gut. Und es ist meines Erachtens, man kann es besser auf sich selbst einstellen. Also hier im Dock kann man alles einstellen. Also so Folder machen, das beim iPad Mini nicht geht. Beim iPad Mini kann man die Folder nur am Desktop hinlegen, während, ja, jetzt müssen die Katzen unbedingt hier rumspringen. Während das beim Google Tablet natürlich auch hier geht. Ne? Somit kann man sich den Desktop-Screen quasi frei, also den Homescreen quasi frei halten, um irgendwelche Live-Hintergründe besser betrachten zu können. Kommen wir gleich zum Live-Hintergrund, den habe ich mir. Das ist das erste, was ich mir im Google Play Store geleistet habe. Und zwar war das Earth HD Wallpaper, Live-Wallpaper natürlich. Und das ist nichts anderes als eine, oder nichts anderes ist ein bisschen zu wenig ausgedrückt, das ist eine Weltkugel in 3D dargestellt. Mit Tag- und Nachtseite und Beleuchtung und alles schön pipapo. Es gibt auch verschiedene Themen für die Erde, also postapokalyptisch oder eingefroren oder klassisch oder wie auch immer. Und ich habe mal das Realistische genommen. Man kann auch diverse Sachen einstellen wie die Framerate. Also ich habe hier auf 15 Bilder pro Sekunde gelassen, weil es sowieso nicht auffällt hier, wenn sie sich selbst dreht. Man kann es auch so einstellen, dass sie sich nur mitdreht, wenn man quasi Bildschirm wechselt. Aber ich habe es eingestellt, sodass sie sich selbst dreht, was am besten aussieht. Und so kommen wir. Bevor wir noch uns den Desktop anschauen, kurz ab. Und hier sehen wir nicht nur den Unlock-Slider, der nicht unbedingt ein Slider ist, weil man kann ihn in jede Richtung unlocken, sondern wir sehen hier oben, ups, wir sehen hier oben auch, wir können Widgets hier einfügen. Und zwar Uhren, das sind Google Plus Beiträge, das ist ja das Wetter, das Yahoo-Wetter, das ist auch eine App, die ich mit angeloadet habe, die hat quasi auch sein Startscreen-Widget. Kalender, Gmail, also den Posteingang in Gmail zum Beispiel. Die kann man hier quasi beliebig viele. Nochmal auf den. Da kann man hier beliebig viele so zusätzliche Infos einblenden. Ich habe es jetzt, dadurch, dass ich minimalistisch bin, eher nur die Uhr. Genauso wie am Desktop-Screen. Hier könnte ich natürlich auch. Also hoppla, nicht so, sondern so. Das sind die Apps. Hier könnte ich natürlich auch, wo ist mein Kalender? Irgendwo hier ist man, kann ich die verschiedene Widgets einblenden lassen, das ich aber auch nicht mache, weil ja, mir gefällt es, wenn wenig, also wenn wenig Apps den Blick auf die Erde verdecken. Gut, die Ordnung von meinen Apps ist sehr eigenwillig, das habe ich von meinem Handy quasi übernommen. Wie ihr seht, ich habe schon einiges, unter anderem auch Final Fantasy 3 und eine Trials-Variante, das ist nicht das originale Trials, aber Trial Extreme 3, das ist auch ganz lustig. Kann ich jetzt nicht hier jetzt nicht herzeigen, aber Final Fantasy können wir uns kurz anschauen. Das einzige Schlechte bei Final Fantasy ist, dass es unbedingt eine Internetverbindung braucht zum Starten. Schauen wir mal. Und dass unten immer die Buttons eingeblendet werden, also hier. Und dass man bei Final Fantasy den
die Drehung nicht anders ausrichten kann. Die Steuerung ist sehr cool gemacht, man kann einfach irgendwo auf den Bildschirm hindrücken und bekommt dort quasi ein Analogpad hin und kann dann, das ist der Magiehändler, kann dann laufen, wie man will quasi. Also ich fand es ganz gut, ich kann kurz mal Ton aufdrehen. Da ist schon, oh, ups, falsch, so nicht. Da ist er dann. Machen wir es so. Und ja, sonst Kämpfe sind rundenbasierend und das ist quasi 1 zu 1 der DS-Port, nur halt ordentlich auf Android geportet, also nämlich quasi ident mit dem iOS-Port, also mit dem Port für das iPad und für das iPhone. Und 3D-Grafik ist ganz okay, es läuft sehr flüssig, es ist sehr angenehm. Also kann ich nur jedem empfehlen, es kostet zwar glaube ich 12 Euro. Aber ich wollte es irgendwann mal spielen und bin jetzt schon, weiß nicht, so arg weit bin ich noch nicht. Ich habe erst 4 Partymitglieder, von denen sich eine gerade wieder verabschiedet hat, die Schmiedetochter. Also, naja, gut. Wieder zurück. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, der riesengroße Vorteil ist, man kann natürlich auf Android beliebig viele Browser installieren, die beliebig viele verschiedene Funktionalitäten haben. Ich verwende hauptsächlich den Dolphin Browser, der auch am Handy sehr zu empfehlen ist. Weil der unterstützt Gesten und zwar werde ich das gleich zeigen im Standard. Gesten insofern, dass man hier dann tippen kann und dann Gesten einzeichnen kann, die dann im Browser verschiedene Aktionen auslösen. Wenn ich hier kann ich im Hintergrund öffnen oder hier in dem Tab öffnen. Dann hätte ich hier oben meine Tabs und kann natürlich so wechseln. Oder ich bin zu faul dafür und zeichne einfach meinen Pfeil nach links, dann springe ich zum linken Tab und kann natürlich den Tab auch zumachen mit einer Wischbewegung und kann nach unten. Ja. Da kommen wir gleich darauf sprechen. Da können wir nach unten scrollen und nach oben scrollen. Aber hier sehen wir auch gleich der wahrscheinlich kleine Nachteil beim Nexus 7 ist, wenn man die Desktop-Seiten browst, also hier am Standard oder was haben wir hier? Bei Reddit habe ich glaube ich auch noch in den Favoriten drinnen. Das sind jeweils die Desktop-Seiten. Es gibt natürlich Mobile-Seiten von den zwei Seiten auch, die funktionieren deutlich flüssiger, aber die Desktop-Seiten, erstens mal laden sie länger, zweitens brauchen sie mehr Datenvolumen und drittens laggen sie deutlich, also sie werden nicht so flüssig gerendert wie andere. Also wie Mobile-Seiten. iPad kann man sich quasi nicht aussuchen, da werden fast immer nur die Mobile-Seiten angezeigt, weil das iPad sich natürlich als iPad bei der Seite anmeldet und automatisch die Mobile-Seite vorgesetzt bekommt. Ja, also hier, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein großer Nachteil, weil man bekommt ja die volle Seite vorgesetzt, also der kleine Geschwindigkeitsunterschied ist jetzt nicht so tragisch, aber was natürlich am iPad überhaupt nicht geht, ist hier im Firefox, kann ich das herzeigen. Habe ich da irgendwo? Ja, da ist die Gumtv-Seite. Ich kann natürlich Flash auch installieren am Nexus 7 und kann natürlich dann beliebig, also Seiten, die nur Flash-Videos anbieten, auch bebrowsen, was natürlich am iPad gar nicht geht. Zum Beispiel hier haben wir die Gumtv-Seite, das ist die eine der koreanischen StarCraft 2 Ligen. Und die haben ihre Aufzeichnungen der Spieler immer nur im Flash-Format. Das heißt, ich muss hier das kurz anklicken. Der riesengroße Nachteil ist, es ist halt verhältnismäßig langsam. Also, erstens lädt es lange, das Flash-Plugin lädt lange, dann buffert der Player sehr oft. Aber es ist zumindest, sagen wir so, es funktioniert. Wenn man im WLAN ist, geht es halbwegs, warum jetzt gar nicht lädt, weil normalerweise sollte. Vielleicht sind die Videos noch nicht fertig. Das sind nämlich die heutigen Spiele, probieren wir ein altes. Der tolle Vorführeffekt. Wer hätte das gedacht? Ja. Man muss natürlich jedes Flash-Plugin einzeln bestätigen, damit die Seiten nicht zu lange zum Laden brauchen. Ja, aber lädt zumindest irgendwas, das sieht man hier oben. mein tolles Profilfoto. Solange er lädt hier. Beim Nexus 7 ist Unterschied, ein weiterer Unterschied zu dem Telefon-Betriebssystem von Android ist, dass hier
dass ich hier zwei Dropdown-Bars habe. Der eine ist für Notifications und der andere ist für Einstellungen. Das heißt, hier kann ich die Drehung sperren, also dass ich, wenn ich das Tablet jetzt so kippe, gibt es nichts quasi horizontal zurück, sondern bleibt vertikal. Akku und so weiter und so fort. Und hier haben wir das Video, da kann ich auch wieder den Ton aufdrehen ein bisschen. Ja, der buffert halt sehr lange. Also prinzipiell funktioniert schon, man muss halt die Qualität deutlich runterstellen. Also Akku ist wahrscheinlich etwas zu viel. Ja, da zeigen sie gerade den Heart of the Swarm Trailer her. Ja, das geht wie gesagt auf dem iPad gar nicht. Aber dafür gibt es etwas anderes, was geht, und zwar das Nexus. Ich drehe kurz mal das Licht auf. Das Nexus hat zwar Lautsprecher, allerdings sind die Lautsprecher hier hinten. Da ist einer und hier ist einer. Das heißt, wenn man das Nexus im Querformat hält, naja, dann bringt das nicht wirklich was. Ja, und sonst. Weiß nicht, wenn ich euch irgendwas Spezielles zeigen soll, gerne, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten ist natürlich quasi genauso teuer wie das iPad, weil es kostet 300 und das iPad kostet 318, allerdings hat es mehr Speicher und es passt in die Manteltasche. Also das ist zumindest einer von den Vorteilen. Gut, und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.